willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Eieiei, was war in der letzten Folge los? Da haben wir die Event-Pokémon alle gefangen und heute habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen mit den ganzen Arena-Leitern. Dafür habe ich mich sogar vorbereitet, zwar nicht mit den Leveln oder so, aber ich habe ein paar Pokémon neue Items gegeben. Zum Beispiel Tricky trägt jetzt die Holzkohle, denn die soll angeblich stärker sein als die Feuertafel. Und Schnurgos hat ihr Item an Scorpiwatte gegeben, also die Schafklaue. Denn das Lustige ist, die Schafklaue, die erhöht die Chance auf Crits. Und die Fähigkeit Superschütze erhöht die Stärke von Crits. Das kann ziemlich lustig werden. Und ja, Schnurgos trägt stattdessen das Leben-Orb. Dadurch wird zwar immer wieder Damage nehmen, aber dafür ist es viel stärker. Weiß nicht, ob sich das lohnt, aber wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Und ihr wisst alle, wer der erste Arena-Leiter war, hoffentlich noch. Ich weiß, es war sehr, sehr lange her. Aber der erste Arena-Leiter war der hier. Ich glaube, der hieß Fight, oder? Oh, du bist wieder hier. Dann sei mir erneut in der Erzling-Arena willkommen. Seit meiner Niederlage gegen dich habe ich immer wieder über die Stärken und Schwächen von Gesteins-Pokémon nachgedacht. Und dann ist mir eine Sache klar geworden. Gesteins-Pokémon sind einfach die Besten. Und da refighten wir ihn. Und das werden wir mit jedem Arena-Leiter machen. Denn man kann nach der Liga gegen jeden Einzelnen nochmal kämpfen. Despota! Ihr seht, er hat jetzt viel, viel krassere Pokémon. Und vom Level her auch. Der sollte ungefähr auf meinem Level sein. Also wirklich, das ist eine Herausforderung. Diese Kämpfe hier sind echt nicht leicht. Okay, ich bin jetzt schon ein bisschen drüber, aber ungefähr sollten die Level krass sein, ungefähr. Ihr seht, ich mache ihn auch nicht direkt One-Hit oder so. Weiß nicht, habt ihr jemals ein Despotar gesehen? Das ist auf jeden Fall die letzte Entwicklung von einem kleinen Lavita und Despotar ist einfach richtig cool. Also ganz ehrlich, der Despotar ist einfach richtig cool. Weiß nicht, was mehr Damage machen würde. So, probiere ich mal Erdbeben aus. Doch, Erdbeben macht viel mehr Damage. Alright. Obwohl ich sogar ein Item habe, wodurch Gigasauger mehr Damage macht. Naja, okay. Genau, leveln wollen wir hier natürlich auch. Wir wollen schon auf Level 80 kommen. Armaldo ist ein Käfergesteins-Pokémon, falls ich mich nicht irre. Also sieht auf jeden Fall aus wie ein Käfergesteins-Pokémon. Ja, zumindest passt das. So, Erdbeben sollte reichen. Nee, überhaupt nicht. Ja, das Problem ist, da würde Tricky gut Damage machen gegen den Käfer, aber es tankt überhaupt nicht gegen die Gesteinsattacken. Eieiei, was machen wir da? Ganz ehrlich? Tails. Ich glaube, Tails hätte die besten Karten, um ehrlich zu sein. Und dann Siedewasser. Was? Was? Was hat er denn? Oh, hat er vorhin spitze Steine geworfen um sich rum oder was? Habe ich gar nicht gemerkt. Aua, Sandsturm. Oh, der Sandsturm ist echt mies. Okay, Siedewasser. Ich bin natürlich schneller. Bam. Komm, brenn, brenn. Er brennt nicht. Ja, das ist die Muschelglocke, hilft jetzt auch nicht. Ja, Tails, für Tails habe ich kein besseres Item mehr gefunden. Ach ja, weil ich vergessen habe zu sagen, mein Traummagil hat jetzt Horrorblick verlernt, weil Horrorblick brauchen wir jetzt doch nicht mehr in dem Spiel. Höchstens noch für ein Pokémon, aber ansonsten ist es nicht wirklich so wichtig. Und stattdessen hat es jetzt Juwelenkraft. Das kannst du ja gleich mal demonstrieren. Eieiei, also Armaldo ist echt ein starkes Viech. Also der Spotter ist natürlich auch stark, aber ich habe natürlich direkt was für das Viech. Spukball. Let's go. Pow. Bam. Nein! Oh, aber weil es mich so liebt, mein Traummagil, ist es ausgewichen. Eieiei. Okay, ihr seht, die Kämpfe sind echt schwierig. Und die können noch einige Folgen dauern. Die könnten locker alle 5 Folgen dauern. Insgesamt. Je nachdem, wie gut wir hier vorankommen. Scorpio hat es auf jeden Fall nötig. Dem werde ich auch später noch ein paar Bonbons geben, sobald es soweit ist. Relikant, Wassergestein müsste es sein. Oder nur Gestein. Vielleicht ist es auch nur Gestein.
Aber es sieht aus wie ein Fisch. Von daher könnte es auch ja, Wasser sein. Ich setze mal eine Pflanzenattacke ein. Für den Fall, dass es nämlich Wasser ist, wird es das jetzt one-hitten. Ist one-hitted. Es könnte sehr gut Wasser gewesen sein. Ich weiß nicht. Kann sein. Relikant ist so ein Pokémon, das habe ich noch nie in den Spielen wirklich. Ich habe es kaum gesehen und es auch nie benutzt. Das allererste Mal, als ich Relikant gesehen habe, war auf einer Pokémon-Karte. Ich dachte mir so, hä, was ist das denn? Das sah so komisch aus. Voluminas! Nur Gestein? Erdbeben? Oder hat Schwebe? Oh, warum habe ich denn jetzt drin gelassen? Es hat locker Schwebe. Tricky. Tricky. Warum habe ich drin gelassen? Das war richtig dumm. Ich habe mich nachgedacht. Ich habe gedacht, oh, Erdbeben. Das ist ja nur Gestein. Aber für den Fall, dass es auch Stahl ist, weil das sieht aus, als wäre es ein Stahl-Pokémon, habe ich Tricky. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Es sieht aus, als hätte es einen Stahltypen, aber. Ah, der Fuß kann ich auch mehr machen, zur Sicherheit. Das macht schön Damage, das macht sehr schön Damage. Wenn ich jetzt überlebe, ist es down. Oh, Julenkraft. Da überlebe ich das nicht. Definitiv nicht. Eieiei, oh no. Ich kann es ja jetzt einfach nochmal mit Shellterra versuchen. Ich meine, ich bin sehr krass gelevelt mit Shellterra. Und daher, da sind die Chancen viel höher. Es hat sowas von Schwebe. Ich probiere das nicht mal aus. Es hat bestimmt Schwebe. Ja, wir könnten jetzt die ganze Zeit Knirscher spammen, ne? Ah! Oh, ich habe das so vergessen. Die haben Heil-Items. Das habe ich total vergessen. Ja, sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Okay. Planänderung. Tricky darf wieder mitspielen. Und Shellterra wird einen Safe Switch machen. Ja, Shellterra, das tut mir jetzt natürlich leid. Aber du musst jetzt den Critter nehmen. Oder was auch immer. Ich muss jetzt den Tod mitnehmen, damit ich Tricky einsetzen kann. Ja. Autsch. Ja, ich sag's euch, Leute, die sind echt schwer. Die kann man gut vergleichen mit den Arena-Leiter, mit den, das sind ja Arena-Leiter, mit den Top 4. Die wir auch von nicht allzu langer Zeit bekämpft haben. Lieber Fußtritt, das ist sicher, dass es sehr effektiv ist. Sehr viel Damage. Komm schon. Ich glaube, der hat nur ein Heil-Item. Also ich hoffe es zumindest, dass er nur ein Heil-Item hat. Ja, jetzt bin ich wieder dead. Das überlebe ich halt einfach nicht. Doch! Yo, Tricky! Beste! Ich war zwar sehr sauer auf dich, weil du mein Shiny gekillt hast, aber... Ich habe mein Shiny wiederbekommen. Und deshalb, ich verzeihe dir. Wenn du jetzt gut mitmachst und alle hier für mich killst, verzeihe ich dir. Aerodactyl, Gestein, eventuell auch Flug, aber es ist auf jeden Fall Gestein. Und meine beiden Gesteinskiller sind natürlich down, das ist echt mies. Deshalb, ja, Tricky, tut mir leid, du musst jetzt das hinnehmen. Ich muss jetzt einen Safe Switch machen, Free Switch, whatever. Anspannung, keine Bären darf ich benutzen, ja, das tue ich sowieso nicht. Tails. Ich denke, Tails ist besser gegen ein Aerodactyl als ein Shellterra. Weil das Ding ist, wenn es Flugattacken einsetzt, dann ist es sehr effektiv gegen Shellterra. Und deshalb setze ich dann lieber Tails ein. Weil Flugattacken machen dann für Tails genauso viel Damage wie Gesteinsattacken. Ungefähr, zumindest. Ach, verdammt, das macht echt... Das ist echt nervig. Okay, komm, all in, Hydropumpe! Oh, oh, auf Anfang. Und Steinkant ist eine sehr starke Attacke. Und es war so, und es war sogar ein Crit. Okay, dann setzen wir Juwelenkraft ein. Es ist auf jeden Fall Typ Flug, habe ich gerade gesehen. Weil sonst wäre Juwelenkraft nicht sehr effektiv. Ich bin sehr froh, dass ich die Attacke erlernt habe. 80 Damage. Steinkante.
Ja, ich dachte es mir schon, aber eventuell können wir es nicht einsetzen. Aber ich dachte irgendwie schon, dass ich das überlebe. Verdammt, ich sterbe! Ich bin gleich down! Ich kann es vergiften. Und dann, wenn ich auf dem letzten Pokémon bin, dann heile ich halt irgendwen. Tail zum Beispiel, dann nochmal voll heilen auf die Stelle. Komm, Toxin muss jetzt treffen. Es muss. Ja, es trifft auch. Sehr gut. So, Crit-Verstärker habe ich jetzt auch dabei. Also, wenn ich die nächste Attacke von Aerodactyl überleben sollte, dann geht's. Oh. Ja, Brilla tauscht das Pokémon aus. Na gut, Schnurgas, du bist dran. Durch das Leben ab, bist du stärker. Also zeig mal, wie stark du bist. Setz die Dunkelklaue ein. Oder ich hätte auch Charm einsetzen können, merke ich gerade. Das hat auf jeden Fall reingesessen. Oh, Crit. Yay, es wurde gelobt. Gut gemacht, Schnurgas. Danke für den Crit. Aerodactyl, bist du irgendwie... Ist das okay? Da habe ich gar keine Ahnung mehr, was er macht. Brilla, lass mich in Ruhe. Ja, nee, du bist jetzt down. Du gehst jetzt down, mein Freund, ja? Nom 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 nom. Oh oh. Das ist kein Ruheort. Ey, die haben echt richtig gute Attacken hier. Die haben richtig gute Attacken, unsere Gegner. Bom bom. Mhm. Die Vergiftung war eine sehr gute Idee. Jetzt wird er wahrscheinlich nochmal Ruheort einsetzen, oder? Nee! Ich bin schneller! Egal, was du einsetzt, du bist down! Was ist dein letztes Pokémon? Ich sage der Dino. Der Dino, oder? Ja! Ramaidon, die Weiterentwicklung vom Dino. Es ist... Nur Gestein? Ich hoffe, es ist nicht auch Stahl. Das ist meine Trumpfkarte. Werde Zeuge der verborgenen Kraft der Gesteins-Pokémon. Coole Effekte. Ja, der Dino. So, wenn Toxin trifft, ist es nicht Typ Stahl. Es ist Nugstein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und es trifft nicht! Es trifft nicht! Oh mein Gott. Ich bin so stolz auf mein Scorpio. Das muss jetzt unbedingt gleich gelevelt werden. Das hat sowas von verdient. Komm, Knirscher. Mach schön Damage. Nom nom. Okay, es macht jetzt sehr wenig Damage, aber ich habe nichts anderes. Ich glaube, in der nächsten Runde heil... Ja, heil auf jeden Fall. Auf jeden Fall heil ich nächste Runde. Oh, die Vergiftung. Ah, ne, Rückstoß. Und jetzt nochmal Vergiftung. Oh. Geil. Aber... Ich will hier nichts Riskantes machen. Ich weiß, Schnurgas ist 100% schneller. Aber nur um sicher zu gehen, werde ich jetzt Belieb einsetzen. Noch bin ich nicht besiegt. Ich werde niemals aufgeben. Naja, sag das ruhig. Chelterra auf jeden Fall. Der ist ein krasser Tank, der überlebt das. Ja! Und du bist down. Vergiftung, du bist down. Du musst down sein. Ja! Und damit haben wir unseren ersten... Nein, damit haben wir Fight nochmal besiegt. Wow, das war ein echt krasser Rematch. Oh, unglaublich. Es hat einfach nicht gereicht. Das war echt schwer. Und wieder verloren. Du hast deine Stärke eindrucksvoll bewiesen. Kein Wunder, dass du es in die Ruhmeshalle geschafft hast. Du bist wirklich ein Top-Trainer. Hier ein Sticker, den ich auch verwende. Wenn es dir gefällt, kannst du ihn ebenfalls benutzen. Ein Feldsticker A. Cool. Nichts wird das Band zwischen mir und Gesteins-Pokémon hier erschüttern. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeischaust. Nee. Ein Rematch reicht mir. Und sowieso. Selbst wenn man nochmal gegen die rematchen könnte, wären das die gleichen Pokémon. So, wir gehen kurz heilen und dann machen wir uns auf den Weg zur zweiten Arenaleiterin. Pflanzen-Pokémon hatte sie. Das heißt, Tricky wird da auf erste Stelle gepackt. Ja. Moment, Pokémon, Tricky auf erste Stelle. Und dann fliegen wir dorthin. Ich meine, wir sind jetzt ein Erzling, das heißt, es war auf der anderen Seite ewig genau, genau. Ewig genau, da war's. Hätte man jetzt rausschneiden können, aber habe ich jetzt vergessen. Let's go. Ja,
Ist das was Labyrinth gewesen oder kann ich einfach durchlaufen? Das war das Labyrinth, oder? Ja, aber ich kann auch durchlaufen. Perfekt. Hey! Ich habe auf dich gewartet, Maike. Schon bei unserem ersten Treffen wusste ich, du würdest irgendwann den Champ besiegen. Und jetzt, dass du es geschafft hast, strahlst du sogar noch größere Stärke aus. Aber wenn ich dich besiege, bin ich die Stärkste. Das wollen wir ja mal sehen. Silvana! Sie ist sehr enthusiastisch. Papunga. Ich mag zwar Papunga und die Evolutionsreihe, aber ich finde, das sind sehr schwache Pokémon. Also, hau ab. Oh, er darf anfangen. Oh, Igelsamen. Au. Das ist sehr schlau von ihr. Das ist wirklich sehr schlau von ihr, direkt mit Igelsamen anzufangen. Weil sie weiß, ich werde meinen Tricky wahrscheinlich nicht rauswitchen. Warum denn auch? Das macht ja alle One-Hit wahrscheinlich. Vielleicht ist die sogar einfacher. Als Fight für mich. Sie hat Shellterra. Oh, da hätte ich nicht drin bleiben sollen, oder? Aber ich habe nichts anderes für Shellterra. Feuersturm, definitiv Feuersturm. Das Ding ist, es ist Typ Boden, wie ihr alle wisst. Ah, aber Spawn-Hitted. Okay, ich war mir nicht sicher. Ich war mir wirklich nicht sicher. Weil Shellterra ist bekannt dafür, ein Tank zu sein. Ne? Schön, Level 75 für beide. Sehr, sehr schick. Karpelz. Karpelz ist echt ein richtig cooles Pokémon, finde ich. Also ich mag Karpelz sehr. Vielleicht tue ich das auch immer mal in mein Team. Kann gut sein. Ja, das ist bisher einfach nur wegsweepen. Mehr ist das hier nicht. Sweep, sweep, sweep. Alle weg. Ja, Sonflora ist einfach kein gutes Pokémon. Aber ich habe nichts gegen Sonfloras Design. Alle hassen das Viech irgendwie total, aber ich finde das Design nicht schlecht. Sieht doch ganz nett aus. Aber es ist ein schwaches Pokémon. Selbst mit Sonnenkern kannst du mir anfangen. Und das ist traurig. Du. Kinoso! Ihr Main-Pokémon, glaube ich. Richtig, richtig cooles Pokémon aus Gen 4. Süße kleine Blume. Jetzt ist es weg. Oh, es überlebt. Wegen einem Item. Fokusgurt. Ja, Sonnentag. Ich hab's schon gedacht. Denn bei Sonnentag verwandelt es sich in seine wahre Form. Können wir die jetzt sehen? Ja. Da ist es. Ich glaube, ich kann mal verstehen, warum ich es mache. Ja, wegen Igelsamen heilt es sich. Das ist nicht so schlimm. Da es nächste Runde sowieso down ist. Ja, in dieser Form ist es natürlich viel besser. Sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch viel besser. Ja, ich habe nur darauf gewartet, bis das kam. So, dein Fokus-Gurt ist weg. Das hier sollte jetzt trotzdem one-hitten. Also, ciao. I have the Flammenwerfer and you are now dead. Ein Pokémon hat sie noch. Ein Roserade. Nee, das ist ihr Main-Pokémon. Stimmt. Das Beste hebt man sich doch immer bis zum Schluss auf. Wollen wir doch mal sehen, wie gut ein Roserade gegen mein Tricky ist, ha? Huh? Feuersturm. Oh, Grasfeld. Das heißt, die heilt sich jetzt die ganze Zeit. Plus mein Egelsamen. Plus, ich glaube, Pflanzenattacken sind sogar noch stärker jetzt. Kann gut sein. Aber so weit kommst du nicht einmal, Roserade. Du bist schon lange tot, bevor du es überhaupt weißt. Und damit war der Kampf noch einfacher als der erste. Und oh mein Gott, hat sich das gut angefühlt gegen sie. Da fehlen mir die Worte. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Einfach fabelhaft. Du bist einfach unglaublich stark. Wie stellst du das nur an? Nun gut, lass mich dir zum Dank diesen Sticker geben, den ich selbst verwende. Blattsticker. Ich werde nicht aufgeben. Lass uns jeden Tag miteinander kämpfen. Nee, danke. Ich habe zu tun. Drüben in Schleide ist dann auch die dritte Arenaleiterin, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Mit Kampf-Pokémon. Und bitte sagt mir nicht, ich muss das ganze Rätsel hier neu machen. Weil darauf habe ich überhaupt keine Lust. Das wäre nicht schön, aber doch, ich muss es ein bisschen neu machen.
Nicht viel, aber immer noch viel, dass es nervig ist. Oder kann ich hier drumherum? Das ist ja echt nervig. Warum? Warum Spiel? Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Mal gucken, ob ich mich noch daran erinnern kann. Das ist gar nicht mal so schlecht so. Und der Rest ist kacke. Ich weiß halt nicht, welche Richtung am einfachsten nach oben geht. Aber es scheint, als hätte ich es jetzt, oder? Doch. Doch, ich glaube, ich hab's. Wenn ich jetzt hier links durchgehe und das hier kurz wegschiebe, dann habe ich es doch. Dann komme ich da doch durch. Oder geht das hier nicht wegen dem Ding? Ah, das geht nicht wegen dem Ding. Ja, warte, dann mache ich das ganz schnell. Das geht ja ganz schnell. Ja, das nach da und dann habe ich es auch. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich dachte, da komme ich doch durch, aber nee. Ich bin zu fett. Ich habe zu viel gegessen. Es tut mir leid, Leute. Nein, keine Ahnung. So. Und jetzt. Autsch. Okay, jetzt schneidet es wirklich. So, jetzt habe ich es endlich. Alter, das war echt nervig. Mike, ich habe dich bereits erwartet. Du hast also Cynthia besiegt und bist in die Ruhmeshalle eingezogen. Dafür hast du meinen Respekt. Aber ich war auch nicht untätig. Ich fordere dich heraus und werde mit aller Kraft kämpfen. Nimm also besser deine Deckung hoch. Oh yeah. Womöglich meine Lieblingsarenaleiterin hier in dem Spiel. Hilda. Mit ihrem Kampf-Pokémon. Sie fängt an mit Capoeira. Und wisst ihr, was ich sehr komisch finde? Capoeira tanzt die Capoeira, aber es kreiselt nicht. Capoeira war dafür bekannt, dass es kreiselt auf seinem Kopf. Es stand immer auf seinem Kopf und hier steht auf seinen Füßen. Das ist nicht normal. Hör auf. Wackel mit deinen Füßen. Wackel. Los, wackel. Bam, bam. Das macht gar nicht mal so viel. Ich habe Shelterrun nach vorne getan, weil ich wollte eigentlich Schnurgast reintun, aber ich war mir bei Schnurgast sehr unsicher und habe es dann doch gelassen. Weil ich wollte nicht, dass es nur ein Pokémon down kriegt und dann down geht. Ich will es lieber als eine Spezialwaffe, als eine Geheimwaffe benutzen. Genau. So, badabadabadam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 b
heizen wir schön ein und hoffentlich bin ich schneller, weil sonst bin ich dead. Wahrscheinlich. Aber sie ist eine gute Arena-Leiterin, denn sie hat viele verschiedene Typen von Pokémon. Und nicht nur Kampf, sondern alle Pokémon, die wir haben zwar den Typ Kampf, aber haben auch einen weiteren Typen. Die meisten zumindest. Und das ist, finde ich, wichtig bei einem starken Trainer-Rematch. Arena-Leiter-Rematch, meine ich. Ja. Naja, egal. So, du bist auf jeden Fall down. Schöne Level-Ups. Scorpio hat es auch verdient. Super, super, super. Da kommen wir die Talis wieder rein. Ja, du kannst ja die Räder rausswitchen zum Traummagier. Das passt ja. Miditalis. Du hast dir den falschen Gegner ausgesucht. Du bist jetzt down. Tschüssikowski und ciao. Wow. Die Hexe hat mich umgebracht. Und. Den auch ein Kapitz? Okay, warum hat sie auch ein Kapitz? Ist Kapitz zu Kampf? Das wäre mir neu. Aber kann sein. Also, wenn das stimmt. Ich wusste das nicht. Anscheinend. Eventuell ist Kapitz zu Kampf. Eventuell. Komm, geh down. Kein Bock mit dir zu spielen. Ciao. Was ist ihr letztes Pokémon? Ich sage, es wird ein Machomai. Ich predikte, dass sie ein Machomai jetzt als letztes Pokémon hat. Bam, 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 bam. Nein, Lucario. Na gut, Lucario ist Kampfstahl. Jetzt stehe ich aber gewaltig unter Druck. Mhm. Aber sowas von. Ich hoffe, du bist vorbereitet auf die Hitze. Oh, Aurasphäre könnte mich killen. Aber ich glaube es nicht. Nee. Ich kill dich aber dafür, denn du bist im Stahl. Opfer. Bam. Ist überlebt. Du bist gut. Ich werde das Blatt noch wenden. Du wirst schon sehen. Gar nicht mal so unrecht hat sie da. Oh mein Gott, ist sie dumm. Und warum bin ich so dumm? Hätte sie mich gekillt und dann geheilt, wäre das viel schlauer gewesen. Aber es macht One-Hit. Okay. Ja, das war Hilda. Die ersten drei Hilda-Leiter haben wir damit schon mal. Nochmal schön hier ein Level-Up kassiert. Nice. Ich wurde besiegt. Okay, ich habe wieder verloren. Sehr beeindruckend, Maike. Du hast deine Kampfkraft noch mehr gestählt als ich und schwindelerregende Höhen erreicht. Der Weg zur wahrer Stärke ist wohl länger als ich dachte. Es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe zum Dank etwas für dich. Ein Eifersticker. Wenn wir kämpfen, habe ich das Gefühl, mich der wahren Bedeutung von Stärke zu nähern. Lass uns auch morgen wieder in eine Runde miteinander trainieren. Nee. Aber ich mag dich trotzdem. Ja, und das würde ich sagen, hier können wir auch direkt beenden. Dann werden wir in der nächsten Folge die nächsten paar Leute machen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Rematch wieder. Wo dann den vierten und den fünften und mal gucken, wie weit wir noch kommen machen.